Guten Tag auf dem Kanal der Fernsehschatztruhe. Ja, wir kommen heute zu einer neuen kleinen Rubrik, die unregelmäßig jetzt immer mal wieder hier erscheinen wird. Und zwar unter dem Motto Butti FM, der Buttermann und 30 Jahre Radio, möchte ich euch ein paar Highlights aus über 30 Jahren meiner Radioaktivität vorstellen und wir wollen gemeinsam zusammen zurückblicken. Ich war in all den 30 Jahren bei kleineren, bei etwas größeren Sendern, habe mal redaktionell gearbeitet, war über einige Zeit im Bürgerfunkbereich tätig, habe begonnen 1993 beim Krankenhausfunk in Emden in meiner Heimatstadt und habe dort sozusagen das erste Mal vor dem Radiomikro gesessen. Und das kam übrigens dazu, dass ich Ende 1992 in meiner damaligen Schule an der Pinnwand einen Aushang gelesen habe, auf dem stand, hast du Lust Radio zu machen, komm doch gerne mal zu uns in den Krankenhausfunk. Das habe ich getan, habe mich da vorgestellt. Kurze Zeit später saß ich mit zwei Kollegen das erste Mal vor dem Mikro, allerdings ohne ihnen zu sagen, dass ich von einigen Dingen Ahnung habe, von einigen allerdings gar nicht, unter anderem vom Fußball nicht zu der Zeit und schon gar nicht von der Regionalliga Nord und unserem damaligen städtischen Verein und saß da aber und sollte auf einmal Fußballergebnisse vorlesen und kann mich noch wirklich lebhaft dran erinnern. Ich war 14,5 Jahre jung und habe da vor mich hingestammelt und habe die ersten Fußballergebnisse vorgelesen. Trotz allem bin ich da etwa 3,5, 4 Jahre, ich glaube von 93 bis 97 etwa geblieben und habe da insgesamt über 170 Sendungen moderiert in dieser Zeit. Genau, da begann alles. Und ja, dann war es irgendwann so, als mein erster Sohn Alexander, der 2006 geboren wurde, irgendwann mit 3,5, Anfang 4 Jahre mich begleitet hat. Zu dem Zeitpunkt war ich bei Radio Ostfriesland und mich immer gefragt hat, Papa, was machst du im Radio? Papa, ich will das auch machen. Sag ich, wie, du willst das auch machen? Ja, ich will auch ins Radio. Und dann haben wir einmal die Woche am Samstag so eine kleine Rubrik eingeführt und die hieß Alexanders Woche. In dieser kleinen Rubrik habe ich mit meinem Sohn so immer 3, 3,5 Minuten darüber gesprochen, was er denn die Woche über so erlebt hat. Zu Hause, im Kindergarten, bei seinen Hobbys und es war nichts abgesprochen. Wir haben einfach geplaudert und und die allererste Folge, da war er in der Tat erst 4 Jahre alt, da habe ich meinen Sohn den Radiohörerinnen und Radiohörern vorgestellt und da hören wir einfach mal rein. So klang das damals. Radio Ostfriesland, die Woche mit Deutschlands jüngstem Moderator, Alexander Cero. Hallo Alexander. Hallo Papa. Na, wie geht's dir denn heute? Gut. Und dir? Mir geht's auch gut. Wir wollen mal den Hörern erstmal ein bisschen was über dich erzählen, okay? Ja. Also wie alt bist du denn eigentlich? 4. 4 Jahre alt? Ja. In welchem Monat hast du denn Geburtstag, Alexander? Im September. Im September? Und an welchem? Am 70. Am 70.? Oder am 17.? Am 17. Ach so. Gehst du denn schon in den Kindergarten? Ja. Gehst du gerne in den Kindergarten? Ja. Was magst du denn besonders gerne im Kindergarten? Autos. Autos spielen? Und was spielt ihr im Kindergarten noch immer so gerne? Auf der Empore. Auf der Empore. Muss man mal kurz erklären, was heißt denn Empore eigentlich? Empore? Das ist wie so eine kleine Brücke oder so, ne? Ja, da oben sind Treppen drauf. Oh. Da wo hochklettern drauf. Und da spielst du immer gerne. Mhm. Und was spielt man sonst so einen ganzen Tag für Spiele? Ich mag auch gerne malen. Malen magst du gerne? Gibt es auch, was für Bilder malst du denn besonders gerne? Blumen, Sonne und Blätter. Ich kann auch Gras malen. Und ihr singt auch im Kindergarten sehr viel, ne? Gibt es auch ein Lieblingslied, was du im Moment hast, was ihr im Kindergarten immer singt? Ich kenne nicht so alle Lieder. Aber es gibt doch so ein ganz tolles mit einem Schornsteinfeger, ne? Ja, Schornsteinfeger ging spazieren, Schornsteinfeger ging spazieren, Schornsteinfeger ging spazieren. Mädel, willst du mit mir gehen? Mädel, willst du mit mir gehen? Mit mir gehen? Mädel, willst du mit mir gehen?
muss ich erst den Vater fragen, muss ich erst den Vater fragen, Vater fragen, muss ich erst den Vater fragen. Vater, darf ich mit ihm gehen? Vater, darf ich mit ihm gehen? Mit ihm gehen? Vater, darf ich mit ihm gehen? Musst du erst die Mutter fragen? Musst du erst die Mutter fragen? Mutter fragen? Musst du erst die Mutter fragen? Nein, mein Kind. Mutter, darf ich mit ihm gehen? Mutter, darf ich mit ihm gehen? Mit ihm gehen? Mutter, darf ich mit ihm gehen? Nein, mein Kind, das darfst du nicht. Nein, mein Kind, das darfst du nicht. Darfst du nicht. Nein, mein Kind, das darfst du nicht. Lief das Kind zum Tor hinaus. Lief das Kind zum Tor hinaus. Tor hinaus. Lief das Kind zum Tor hinaus. Schon schon Feger hinterher. Schon schon Feger hinterher. Hinterher, schon der Feger hinterher, Mutter, Vater hinterher, Mutter, Vater hinterher, hinterher, Mutter, Vater hinterher. Und das ganze Haus läuft mit, und das ganze Haus läuft mit, Haus läuft mit, und das ganze Haus läuft mit. Die Woche mit Deutschlands jüngstem Moderator. Ich bin Alexander. Nur bei Radio Ostfriesland. Hey, was Business? Ja, krass, 14 Jahre ist das her. Das haben wir dann, wie gesagt, an jedem Samstag gemacht und später hat er dann sogar noch einige Sendungen mit mir zusammen co-moderiert. Da war er so 7, 8 Jahre alt. Das Lustige war, dass Menschen ihn dort sogar im Radio gehört haben und ihn dann wiedererkannt haben. Ich kann mich noch erinnern, wir waren an einem Jahr zum St. Martins singen, Laterne laufen und bei uns in Niedersachsen geht man an dem Abend ja von Haus zu Haus, klingelt an der Haustür, singt ein Lied oder sagt ein Gedicht vor und bekommt dann entweder eine Süßigkeit oder ein paar Früchte oder so. Und als wir dann vor einer Tür standen, da guckte eine etwas ältere Dame meinen Sohn an und sagte, bist du nicht der Alexander aus dem Radio? Und er stand da total verschämt und sagte, ja, ich möchte euch noch eine andere Folge vorspielen. Und zwar war er da 5 Jahre alt und da waren wir am Himmelfahrtstag, natürlich besser bekannt als Vatertag, unterwegs in der Emder Innenstadt. Da war er nämlich Außenreporter. Er hatte sein Handmikro dabei, ist einfach auf die Straße gegangen mit mir zusammen und hat einfach Passanten angesprochen und sie gefragt, was sie denn am Vatertag heute so in der Emder Innenstadt hier tun und wie sich das Ganze angehört hat. Da hören wir jetzt mal rein. Radio Ostfriesland, die Woche mit Deutschlands jüngstem Moderator, Alexander Cerom. Hallo, ich bin Alexander von Radio Ostfriesland. Was machen Sie denn heute an Vatertag? Nur spazieren gehen. Spazieren gehen, nachher noch mal Papa hin, essen gehen wir da und Kuchen trinken. Oh, wir werden mit dem Kanu fahren und danach grillen. Circa 12 bis 15 Leute und wir machen so eine kleine Veranstaltung zur geistigen Erhebung. Trinken ab und zu ein Bierchen dabei, vielleicht auch zwei. Ich wollte eben mal gucken, wo der Gottesdienst ist, ne? Ich schaue mir die Stadt mal an heute, weil ich die Stadt noch nicht kenne, weißt du? Alexander? Ja? Was würdest du sagen? Bisher haben uns ja schon ein paar Männer gesagt, was sie heute am Vatertag machen. Findest du, die machen schon ganz schön interessante Dinge? Ja, und außerdem können wir dann auch mal Eis essen gehen. Das kann auch unsere Pause sein. Du möchtest gerne Reporterpause machen? Ja, aber können wir dazu auch ein Eis essen? Was machen Sie denn heute am Vatertag? Ich muss heute nachher meine Frau wieder vom Bahnhof abholen. Die bringt meine kleinen Enkel dann mit. Okay. Die wollen jetzt für ein paar Tage bei uns zu Besuch sein. Oh, wir gehen hier ein bisschen spazieren. Wir kommen aus Vorpommern. Ich mache jetzt so einen Spaziergang, so eine Stunde, eineinhalb. Und dann gehe ich in meine Gastwirtschaft, in die Stammkneipe. Und da wird ein bisschen Vatertag gefeiert. Also ich habe heute Morgen schon meine Blumenkästen bepflanzt. Und dann muss ich ja mit meinem Hund spazieren gehen. Und dann muss ich Essen machen, weil heute Mittag kommen Leute zum Essen. Ja, und heute Nachmittag gehen wir wieder mit dem Hund spazieren. Dann ist der Tag wieder vorbei. Die Leute machen ja an Vatertag schon ganz interessante Sachen. Das ist toll, gerade Fiesland-Reporter zu sein. Ich glaube, das mache ich jetzt öfter. Das war Alexander, der Radio Fiesland-Reporter. Tschüss. Die Woche mit Deutschlands jüngstem Moderator. Ich bin Alexander. Nur bei Radio Ostfriesland. Hey, was Business?
Ja, das war eine weitere kleine Ausgabe unserer kleinen Rubrik Batti FM, der Battermann und 30 Jahre Radio. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn wir ein bisschen in meinem Archiv kramen, und seid gespannt, was ich dann ausgebuddelt habe. Und bis zum nächsten Mal.